dentist and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Ich bin gerade in Ciampino angekommen. Das ist der kleinere Flughafen hier in Rom, also der Billo-Flughafen. Und ich bin. Sorry, ey. Also, ich überrasche Laura gerade. Ich habe ihr natürlich gesagt, ich hole sie ab. Und dann habe ich ihr heute Mittag gesagt, ich hole sie doch nicht ab. Da war sie natürlich richtig pissig. Aber ich wollte sie halt überraschen. Natürlich hole ich sie. Das war eine Frage. Ich habe extra einen Banner gebastelt und eine Blume mitgebracht. Ich freue mich riesig. Und ich komme halt in Termini an, um in diesen Bus zu steigen, um hierher zu kommen. Alle Busse ausgebucht bis um 20 vor 8 und sie landet halt um 7:30. Ja, also stand ich dann da, war total überfordert, hatte natürlich nicht genug Geld mit, um mir ein Taxi zu nehmen. Ich also hin und her überlegt, Papa von Laura angerufen, oh, Sidi, was soll ich machen, wo fährt denn hier ein Bus? Ja. Dann kam so ein Holländer, ich weiß nicht, ob er heißt, Richard, also Richard, falls du das siehst, liebe Grüße. Richard, Holländer, ungefähr doppelt so alt wie ich. Ja, ich muss auch nach Ciampino und so und da wird es ein Taxi geteilt. Also, ich bin noch nie mit jemandem Fremden in ein Taxi gestiegen, aber es gibt immer ein erstes Mal. Und jetzt habe ich es aber ziemlich pünktlich geschafft und gleich kommt die Laura. Und der Richard, der war ganz nett eigentlich, der arbeitet für die UN und ist Holländer. Ich meine, wie kann man Holländern nicht vertrauen? Also, man muss ihnen doch vertrauen. Allein wie sie reden, ist doch schon einfach so, oh, natürlich kaufe ich irgendwelche Sachen von dir ab. Also, Holländer können, glaube ich, einen alles verkaufen. Und gleich kommt Laura. Und hier ist Macarons. Welches möchtest du gern? Das Pistazie nehme ich an, das schmeckt ja nicht, ne? Laura, Pistazie in... Oh nein, sind die so hart? Mhm. Scheiße. Nicht so lecker. Doch. Pistazie ist meine Lieblingscreme in Cannoli. Ernsthaft? Ja. Das habe ich dir letztens auch schon mal gesagt. Also nicht nur deswegen. Im März haben wir das rausgefunden. Sie ist hier. Nein, guter. Kann ich eigentlich nicht haben? Ja. Gucktelefon schon gelangt. Ja, das wird schon gut bleiben. Das wird schweigen. Das und dass er auch kein Voraussicht ist. Ich kann sagen. Ich denke, dass ich recht mit Euthanasie anfange. Was bedenkt, was du fühlst. Ein Kreis. Denke ich. Mal pinkeln. Muss lauter reden. Ich muss pinkeln. Ich mag voll gerne diese. Weißt du, welche? Nein. Diese so hohen, dünnen Bäumchen. Ja. Und das sind aber typische Bäume für Friedhöfe. Das habe ich als Kind erstmal nicht gecheckt. Mein Name Breitkriegel ist zu viel umlaufen. Naja. Ich finde die viel schöner. Ja, das sind halt Pinienbäume mit diesen Ausschalten. Auf die Finger gebrauchen mit der Lüschen. Wenn man fahren mit den Sonnenfingern. Durch die Tür. Ja. Jetzt bist du zu viel umlaufen. Bist du zu viel umlaufen. Kann ich von dich filmen? Kann ich von dich filmen? Wie geht's deinem Sonnenbrand? Nicht so gut. Und deine? Wir sind auf dem Weg. Warte, du bist nicht scharf. Also, du bist immer scharf, aber jetzt bist du scharf. Wir sind auf dem Weg. Weil meine Frau gestern nicht verstanden hat, was es heißt, in der römischen Mittagssonne zu liegen, wenn man keine Sonnencreme gekauft hat. Wenn meine Frau sagt, ah, ich habe die Hautkrebs, das bezahlt die Krankenkasse. Und das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Nein, das hast du. Ich habe mir jetzt in den Mund gelegt, aber ja. Das ist nicht so bestimmt. Und jetzt gehen wir uns übernachten und schauen ganz unitalienisch. Weil wir nämlich beide rot sind, die Zellkrebse. Und alle uns auslachen.
Meine Mama hat uns auch ausgelacht. Sogar zweimal. Erst dich und dann mich. Schade. Du hast nicht dieses Foto verschickt. Das ist im Voraus. Boah, die 30. Ich kann es auch in dieses Video jetzt hier reinblenden. Ja, also hier sieht man mich in meiner ganzen. Das ist mein neuer Bikini, der ist ziemlich cool. Aber er macht super vorteilhafte Bräunungs. Wie heißt das? Muster. Genau. Von gestern. Wir waren gestern in einem scheiß Wasserpark. Mit ganz vielen Rutschen. Und ich hasse Rutschen. Was du mir vorher nicht gesagt hast. Was du aber schon hättest wissen können, weil wir sind ja heute ein Jahr und drei Monate schon zusammen. Und du hättest wissen können, dass ich wie ein kleines Kind bin. Das wusste ich. Ja. Ich bin auch dreimal mit dir ins Wellenbad gegangen. Also. Das war doch cool. Ich bin sogar mit dir gerutscht. Und das Wellenbad war cool. Umgebracht. Übertreibst du nicht über sie? Nein, ich untertreibe. Ich bin überhaupt nicht theatralisch. Da gab es nur kaltes Wasser, aber einen lustigen Gummistrand. Und wir haben voll die leckeren Zöpfchen gegessen. Aber die haben wir nicht von da gekauft. Nee, die waren nicht von da. Die waren von woanders. Die waren aus Weil Pistachio. Da gibt es was Cooles. Ich fand schön, mit dir zusammen den Tag zu verbringen. Aber irgendwie am Anfang haben wir es vercheckt. Wir hätten halt direkt am Anfang schwimmen und rutschen und so sollen. Das war ein bisschen doof. Aber am Anfang war es zu kalt, Laura. Ja. Am Anfang war es einfach viel zu kalt. Ja, es war eigentlich immer kalt. Mir war immer kalt oder zu heiß oder ich hatte Angst um meinen Rücken. Und jetzt haben wir beide verbrannt. Uiuiui, ich habe Ohrenschmerzen. Hast du auch Ohrenschmerzen? Nee. Ich habe das Gefühl, ich habe mich verkühlt. Ich habe ein paar Mal genießt heute. Naja. Und dann habe ich mich mit Olivenöl eingeschmiert. Ernsthaft? Ich habe gerochen wie eine Olive gestern Abend. Gut, dass ich nicht da war. Wieso? Hättest du mich abgeschlenkt? Nee, ich mag nicht so gerne Olive. Obwohl ich sogar schon Olive gegessen habe, bei deinem Papa zu Hause. Tatsächlich? Ja. Das ist das erste Mal. Gefüllte Oliven, obwohl ich keine Oliven mag, aber ich wollte höflich sein. Ich verstehe nicht, wie du keine Oliven mehr kannst. Verstehe ich nicht. Aber du verstehst wahrscheinlich nicht, wie ich kein Mett mögen. Mett. Wie kann man kein Mett mögen? Wer auf dieser Welt mag bitte kein Mett? Mett auf einem geilen Brötchen mit Zwiebeln. Yum, 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 yum. So, das liebste Essen des Veganers. Rohes Fleisch. Rohes, zermatschtes, fettdurchzogenes Kadaver. Yeah. Mit Zwiebeln. Komm, wir sind gesund. Mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln. Auf Brötchen. Mit Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Und ein bisschen Salz. Nee. Yay. Bei uns im Wahlkampf, wir wollen ein veganes Mett oft an unserem Stand haben. Wie kann man denn veganes Mett haben? Ich habe keine Ahnung, aber damit haben die wohl schon mal geworben. Und zwar hat der Tim hat nämlich ein Hausschwein. Sein Haustier ist ein Schwein. Und dann haben sie das Schwein mitgebracht und haben das Schwein so angemalt. Und dann stand da so, wir können auch ohne Tod oder irgendwie sowas. Und da gab es halt veganes Mett. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Hat er ein Hausschwein an der Uni? Also er hat das halt in seinem Haus, ne? Also, der wohnt quasi an der Uni, weil er so viel macht an der Uni, aber sein Hausschwein ist woanders. Magst du auch ein Hausschwein? Ich hätte gerne so ein Teacup-Schwein. Crispy Bacon. Und ich mag ein Hühnchen und ich mag das Nugget Chicken. Weißt du, dass das Hühnchen von... Hühnchen scheißen überall hin, glaube ich. Weißt du, dass das Hühnchen von... Ach, wie heißt sie denn jetzt? Honey Boo Boo. Das Hühnchen von Honey Boo Boo heißt auch Nugget. Nein. Ja, es heißt Nugget. Doch, ich habe es gestern gesehen. Ich kenne nämlich eine Katze, die heißt Nugget. Und deswegen wollte ich das Hühnchen Nugget nennen. Ja, aber Honey Boo Boo's Hühnchen heißt auch Nugget. Schade. Aber Honey Boo Boo ist eigentlich cool. Ja. Hast du dieses Honey Boo Boo Same Love Video gesehen? Da siehst du so, Girls can fall in love with girls and boys can fall in love with boys and just mind your own business. Oder ich kann nicht so reden wie Honey Boo Boo, aber das ist lustig. Filmst du meine Poren? Ja. Wunderschön. Okay.
Magst du erzählen, wo wir sind? EU Roma 2. Was machen wir hier? Window Shopping. Nur Window Shopping? Und wir haben Hosen gekauft für Laura. Du siehst voll süß aus. Ja. Ja, 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 ja. Weiter geht's. Ja. Zurück geht's. Gegen zu rennen. Sieht super schlau aus. Schau, was du schon alles anhast. Oh. Da gibt es deine Bubis zum. Roma, Roma, Roma. Oh, du machst aber den falschen Intervall am Ende. Komm. Oh, Gottes Willen. Ich liebe dich. Oh, Nico, Gran Amore. Der Tano, der Tanto. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Echt nicht? Hä? Echt nicht? Suspirare, was heißt das? Suspirare heißt seufzen. Ach so. Die ganze, ganze Menge seufzt. Ja. Weil sie schön ist. Lass uns mal hoch. Das ist total zen, das wolltest du. Oh ja. Weißt du, das ist die Art, ja. Oh. Der sieht so toll aus. Ich will auch so was haben. Da gehen wir jetzt rein. Ja.